Liebe Zuschauer von NQ-TV, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Bodycheck. Im Gespräch sind wir heute mit Elias Granat und Thomas Pielmeier. Herzlich willkommen. Elias, bevor du hierher kamst, wusstest du überhaupt, wo Schwenningen liegt? No, I had no idea. Nein, ich habe dann nachgeschaut und soweit ist alles sehr schön. It's been really nice so far. Hast du Kontakt zu Markus Götz, zu dem letztjährigen schwedischen Spieler, gehabt? Or Markus Götz? No. Nein, ich kenne ihn nicht. So. Okay. Yeah. Thomas, du kommst aus Deggendorf. Erzähl uns ein bisschen was über dich. Du hast vorher in Krimmitschau gespielt, du hast auch über 200 DEL-Spiele. Wie hast du dich jetzt im Sommer vorbereitet? Im Sommer war ich ja größtenteils mit meinem Bruder zusammen. Wir haben da so einen Trainingsplan uns selber aufgebaut und haben das eigentlich recht gut durchgezogen. Ja, und sonst, wir haben jeden Mittwoch haben wir mit den Gavrik-Brüdern auch Badminton gespielt. Das war jetzt auch nicht so unanstrengend. Ja, man hält sich fit und ich glaube, dass der Coach bis jetzt zufrieden ist. Okay. Elias, Elias, kanntest du ein paar deiner Kollegen schon vorher? Ich habe 2 Jahre mit Morten Green zusammen in Schweden gespielt. Das ist aber alles. Fühlst du dich daher fremd hier? Pretty foreign everything. No, I feel great. Ich fühle mich gut. Viele sind bisher ohne Familie angereist, daher unternehmen wir viel untereinander. Das ist gut. It's a good atmosphere, for sure. Ja, Thomas, jetzt kommen wir mal kurz nicht auf Eishockey zu sprechen. Du kommst aus Deggendorf, die hatten ja diese schlimmen Unwetter und Regenschauer, diese Regenflut. Warst du auch davon betroffen? Wir zum Glück nicht. Wir sind auf der sicheren Seite von der Donau gewesen, sage ich jetzt mal. Auf der anderen Seite, wir haben Verwandte, die es ziemlich schwer erwischt hat. Und bei denen waren wir auch öfter dabei, helfen. Und ja, wenn ich da jetzt dann zurückdenke, dann läuft es einem schon wieder kalten Rücken runter, weil es wirklich eine nicht so schöne Zeit war. Aber denen geht es wieder besser. Und das ist ja schön zu sehen, wenn es da wieder einen Fortschritt gibt. Okay. Elias, what do you need to be? Elias, was brauchst du außerhalb vom Eis, um glücklich zu sein? Not much. I mean, nicht viel. Solange es meiner Familie gut geht, geht es auch mir gut. Ja, yeah, that's the only thing you need. Like, if your family is comfortable, you're comfortable. So, yeah. Ist das Umfeld für dich wichtig? Die kleinere Stadt oder die Natur? Yeah, I got no problem. Ich habe kein Problem damit. Ich komme sogar noch aus einer kleineren Stadt als hier. The back home, so that's good. Thomas, was für Ziele hast du jetzt hier in der DEL? Ziele, ja, erstmal, dass die Mannschaft Erfolg hat, und meine persönlichen Ziele sind erstmal, mir das hier, mich zu etablieren und dann Schritt für Schritt das alles aufzubauen. Jawohl. Genau. Okay. Elias, sag uns, was machst du neben dem Eishockeyspielen noch gerne? Playing hockey all the time. Ich fische gerne und ich golfe gerne. Das sind meine Interessen. Und Thomas, bei dir Hobbys, wie sieht's da aus? Ja, Golfen habe ich auch, also mache ich auch ab und zu, aber wie gesagt, mein Bruder hat sich ein Boot gekauft den Sommer und da ist das Wakeboarden jetzt an erster Stelle gestanden und ja, das ist so mein Sommerhobby gewesen. Okay. Elias, what would you say about the first few days? Elias, was sagst du nach den ersten Trainingstagen? Bist du bereit und fit für das erste Vorbereitungsspiel? Already or how does it look? Es wird besser und besser, aber wir stehen immer noch am Anfang. Aber es wird ziemlich viel Spaß sein, das erste Vorbereitungsspiel zu bestreiten. Thomas, was sagst du jetzt hier zum ganzen Aufbau? Ist es für dich professionell, das Umfeld? Du hast ja schon in der DEL lang gespielt. Du hast auch andere Vereine schon gesehen. Jetzt hat sich Schwenningen wieder aufgerüstet, neu gerüstet auf die DEL. Stimmt das Umfeld? Ja, also sehr professionell, wie gesagt, und es hat alles geklappt bis jetzt. Ich bin mit allem zufrieden. Ich kann jetzt nichts Schlechtes hier sagen, auch wenn ich es müsste. Aber wie gesagt, die Leute haben sich alle ins Zeug gelegt, das hier so professionell wie möglich aufzubauen, und es ist ihnen sehr, sehr gut gelungen. Ja. Elias, wenn du irgendwas brauchst, hast du Leute hier im Verein und von den Verantwortlichen, die du ansprechen kannst? Yeah, for sure. We got
Ja, wir haben Alexander Jäger und er hat mir sehr viel mit der Wohnung, mit dem Auto und mit meinem Bankkonto hier in Deutschland geholfen. Es ist sehr professionell. Professional. Thomas, sag uns noch ganz kurz, was war so das Erste, was du hier so gesehen hast, was dir gefallen hat? Also hast du schon irgendwelche kleinen Trips gemacht oder Ausflüge? Wir waren schon am Titisee. Ja, das ist ein sehr schöner Ort mit auch vielen Leuten. Also es ist mehr so ein Touristending, glaube ich auch. Ja, wir waren schon in Schwenningen in der Stadt, in Villingen. Es ist beides schön. Und ja, ich freue mich darauf, mehr zu sehen. Also du meinst, man kann es ja doch einige Zeit mal aushalten. Ja, natürlich. Ich komme ja auch aus Deckendorf. Es ist auch nicht so eine große Stadt. Okay. Von daher bin ich das gewohnt. Okay. Das bisschen ländlichere und ja, mir gefällt's. Okay. Ja, Thomas and Elias, good luck to you guys. Thank you for the interview. Und liebe NQTV-Zuschauer, das war's für heute hier von der Serie Bodycheck aus der Helios Arena.